Liegt schon drauf? Ja, mit mir redet ja keiner. Bin ja noch in der Vorbereitung. Hallo Freunde, herzlich willkommen zur sechsten Folge. Ah, jetzt hängt die Scheiße in meinen Haaren. Hallo, herzlich willkommen zur sechsten Folge Tape Time. Heute Champagner-Edition. Man kennt's. So, ich dachte jetzt Prosecco. Hä? Kim Prosecco? Nee, Atze. Scheiße. Bei mir nix unter dem Feinperligen. Ne? Ich muss ehrlich gesagt nochmal kurz was zurechtspulen. Obwohl, ganz ehrlich, nee, wir können auch gleich den ersten Song abfeuern. Ich muss noch mal kurz gucken, wie der heißt. Hau ihn rein, raus. Ja, ich bin dabei. Ich bin ja vorbereitet, wie üblich. Seit wann? Seit einer Stunde. Ah ja, genau. Freunde. Ups, hab ich doch nicht vor... was ist denn hier los? Du bist ein Profi. Gib mir mal eine Sekunde, ich wusste doch nicht, dass wir drauf sind. Du bist ja wieder so überpünktlich. Ich hab dir gesagt, ey... Mal kurz eine Sekunde. Ich muss dir jetzt erstmal kurz reinhören. Ich hab dir gesagt, ich mach den Intro-Song an. Warum hat sich das denn jetzt verstellt? Ich flipp aus. So, warte mal kurz. Aha. Also, falls jemand einen guten Tape kann sich nur noch um Sekunden handeln. Die Künstler machen sich bereits fertig zu ihrem Auftritt. Es ist eine wunderbare Band aus, keine Ahnung, der Song heißt Let's Go Surfing und ich denke, der fängt jetzt auch mal demnächst an. In diesem Sinne, viel Spaß. Was soll man dazu noch mehr sagen? Glaubst du, es war eine gute Idee mit den Kerzen? Bestimmt. Das ist doch mal gute Stimmung mal in einem Song, oder? Ich bin ja nicht so ein Fan von so schlechter Laune-Musik. Gibt es ja auch ganz viel. Verstehe nicht so drauf. Muss mal kurz meinen Stuhl holen. Haha. Nächstes Mal mach beim Vorhören den. Hä? Mach mal nächstes Mal beim Vorhören den Kanalfader runter. Was für ein Vorhang? Den Fader! Welchen Fader? Dicker. Hier? Ja, keine Ahnung. Man hat es auf jeden Fall gehört. Was denn da rauf oder runter machen? Mann, bist du bekloppt oder was? Naja.
Versteh nicht, was du meinst. Was für einen Fader soll ich hoch oder runter machen? Man hat dein Vorhören gehört. Ach so? Ja. Das sagt mir ja keiner was. Wieso na, hab ich doch gerade zweimal, fünfmal. Ach, das ist wieder das 700er. Na, sag doch was. Den 800er hast du ja kaputt gemacht, du Arsch. Na, den 700er hättest du ja wohl auch. Oder nicht? Weil also bis eben fand ich witzig. Entschuldigung. Bis eben fand ich witzig. Ich bin so groß geworden, wenn der Crossfader da ist, dann spielt auch nur das, was da ist. Hast du und den nicht denn auch zugeordnet? Nur, was auf B ist. Was? Hast du den denn zugeordnet? Bin ich hier der Du bist die Regie. Ich mach sowas nicht. Muss ich dir jetzt helfen oder was? Ich mach die Kassetten. Mit sowas nichts zu tun. Soll ich dir helfen, Kleiner? Nee. Brauchst du Hilfe? Kannst, also wenn, ich kenn da Leute. Wenn du das in den Griff kriegst, das hier jetzt. Ja. Kannst du gerne hochkommen, mir das zeigen? Ich würde derweil pissen gehen. Wenn du da Lust drauf hast, kannst du das machen. Ja, dann mache ich das gleich. Ja? Ja. Freunde, jetzt aber mach den der erste Moment. Yannick, oh Gott, live auf der Bühne. Ich habe mich gar nicht schön gemacht. Vor der Kamera. Das brauchst du nicht, Schatz. Nee? Siehst immer toll aus. Ausnahmslos. Frei von der Leber weg. Also du wünschst dir jetzt einen Song, ja? Einen Song. Ich? Ja, habe ich jetzt gedacht. Meinst du gerade, ich soll einen Song anmachen? Ich kann einen Song anmachen. Ich habe einen auf der Pfanne. Was darf ich mir denn wünschen? Also du darfst dir nichts wünschen. Du darfst dir wünschen, dass ich einen Song spiele, während du hier raufkrapselst. Ach so. Das wäre jetzt die Möglichkeit, die ich dir geben würde. Ah. Ja, dann wünsche ich mir das. Gut. Na, habe ich eigentlich das ist eine andere Wahl? Freunde, alle, die einen Marco haben, den sie kennen. So ein paar. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Von Yvonne. Der Song Marco, Yvonne, falls sich jemand fragt, woher kommen diese unfassbar leichten, klingenden Klänge, die sich anhören wie ein leichtes Leben, was keiner von uns führt? Carsten Erobik-Meyer und Jacques Palminger. Ich habe einen Feind, der lebt in Berlin. Er heißt Marco. Marco. Er schraubt sich immer tiefer in mein Kreisgedankensystem. Jeden Tag, jede Nacht, ich denk viel zu oft an Marco. Marco. Er wird immer mehr zum Kreisgedankenproblem. Er ist eine permanente Rotation. Eine Rotation. Wenn ich morgens aufwach, dann weiß ich schon. Dann weiß ich schon. Da ist Marco. Guten Morgen, Marco. Hast du gut geschlafen, Marco? Buongiorno, Marco. Langsam durch, kein Moment in mir ohne Marco. Marco. Es ist fürchterlich, wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich halte es nicht mehr aus, ich brauch endlich Zeit ohne Marco. Marco. Doch er macht es sich immer mehr in mir bequem. Er ist eine virulente Infektion. Eine Infektion. Wenn ich morgens aufwach, dann weiß ich schon. Dann weiß ich schon. Da ist Marco. Guten Morgen, Marco. Hast du gut geschlafen, Marco? Buongiorno, Marco. Das war es schon wieder.
Das war's schon wieder mit Tape Time. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wir freuen uns auf Spenden unter dem... Hallo. Unter dem Pseudonym Mehr Sex mit Tieren. Dicker, es gibt so einen Radiosender. Was? Hä? Es gibt so einen Radiosender, der heißt Sunshine Live. Der läuft bei mir mal in der Werkstatt. Ja. Und die bewerben, ohne Scheiß, ich finde es so dreist, die bewerben ein Corona-Hilfspaket, damit sie weiterhin so gute Musik für sie spielen können, mit von den besten DJs der Welt. Und Dicker, es ist ein fucking Radiosender. Ich ahne, ganz ehrlich, ich ahne nicht, also das ist doch so dreist zu sagen, ja, wir sind so betroffen von der Krise, weil wir wissen gar nicht, was dem, wo ich mir denke, so Dicker, wo habt ihr Menschenkontakt? Wer verbietet euch, dass ihr einen scheiß Radiosender macht? So, ich finde es so, Dicker, was sind das für dreiste Menschen? Ganz auch ehrlich, Sunshine Live, ihr seht es nicht, aber fickt euch, ihr seid scheiße, so eure... Bei oh, gerade ein Zuschauer. Entschuldigung, ja, sorry, bla bla, aber ganz ehrlich, so, ihr spielt 4 Songs, so Blinding Lights von The Weeknd, der hier auch schon lief, fairerweise, der läuft am Tag 5-mal. So, dann, wirklich, Dicker, wo beste DJs der Welt, man, die können gar nichts, Alter, ich kann nicht mal auflegen und ich hab trotzdem mehr Songs auf einer Kassette, als ihr an einem Tag habt, Dicker, kommt mal klar, so. Dicker. Macht mal, gebt euch mal ein bisschen Mühe, so. Das ist echt mega schlecht, Alter. Und ich muss das den ganzen Tag hören. Gib bitte. Ohne Witz. Ich kann nicht... echt. So. Und jetzt der neue Song von Bla, Dicker. Der läuft seit 4 Stunden auf Rotation, Opfer. So. Alof, darf ich dich daran erinnern, das letzte Mal, wo du dich gegen Mark Zuckerberg geäußert hast, wir Lives auf YouTube... dass die Lives auf Facebook gesperrt wurden? Ich stehe dazu. Ja. Trotz Verbot nicht tot, ihr Fotz. Freundlichen Menschen, ihr freundlichen Menschen. Das, was die Regie sagt. Vorzüglich tolle Menschen. Vorzüglichen Menschen, das ist geil, das ist richtig geil. So, ja, genau. Genau, genau nämlich. So, ups, jetzt wollte ich ja schon wieder die Kassette reinmachen, die ich gerade schon die drin gleiche? Hatte. Ja, das wäre lustig gewesen. Ein bisschen. Ach, aber weißt du was? Warum denn eigentlich nicht? Das ist ein Song von Toko. Ja, nice. Kann man doch mal hören. Freunde. Spiel denselben Song nochmal. Ich muss ja sagen, da muss ich auch an meinen guten Homie F denken, der in Wien wohnt. Der hat mir Tokotronic so ein bisschen näher gebracht. Jetzt fällt mal langsam raus nochmal. Und irgendwie, es klingt manchmal ein bisschen zu durchdacht und zu gewollt, aber ganz ehrlich, schlecht ist es nicht. Neue Lügen, die uns durchs Universum leiten und uns das Fest der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns im schönsten Schlummer singen, die uns vor stumpfer Wahrheit warnen und tiefer Qualen sich erbarmen, die uns in Bambuskörben wiegen. Pure Vernunft darf niemals siegen. Darf niemals siegen.
Ich bin ja auch nicht kritikscheu. Mir hat jemand gesagt, ich sage nach jedem Song, ey, war ein geiler Song, aber ist schon verdient. Es ist ein geiler Song. Es ist einfach ein fucking geiler Song. Der ist einfach richtig. Und irgendwie, also manchmal, oh, jetzt sitzt das wieder locker. Manchmal, es gibt so Momente bei Tokotronic, wo ich mir denke, so, es ist ein bisschen zu durchdacht, aber wenn man sich einfach mal fallen lässt, dann ist es auch einfach mal geil. Es ist auch einfach mal geil. So, möchte ich mal sagen. Und? Hat das bei dir auch schon mal jemand gesagt? Bitte? Hat das bei dir auch schon mal jemand gesagt? Nö. Aber deswegen bin ich ja hier. Ich besuche ja immer. Ach, du willst das ändern quasi? Nee, gar nicht mal so unbedingt. Ich finde das ganz okay. Ein Kumpel von mir hat mir neulich erzählt, der hat irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche den Livestream geguckt und dann gab es einen Moment, in dem er der einzige Zuschauer war und das er meinte so, nicht. Dicker, er hatte wohl so einen Moment, in dem er so war, diese Sendung ist gerade nur für mich. Es ist gerade meine Sendung, ich fand es so unglaublich lustig. Schöne, also witzige Vorstellung, so der Gedanke, du bist der Einzige, der was guckt. Also, stimmt natürlich nicht, sind ja auch immer ein paar Leute so, aber, oder, stimmt nicht, jetzt seit dieser Woche. Der Einzige, der etwas guckt, wo so ein Riesenaufwand hintersteht. Weißt du, was ich meine? Also so, ach, welcher Aufwand? Es ist ja nicht so, dass ich mich irgendwie in Unterhose bei mir zu Hause auf die Couch setze und einen Livestream mache und irgendwie furze oder so. Das ist ja, da steckt ja viel Aufwand dahinter. Oh, und das, ja. fand ich einen geilen Gedanken. Und wisst ihr was? Die drei Leute, die das gerade gucken, ich mache das für euch. Ich mache es in erster Linie für mich. So, da seid ihr mir auch völlig egal. Aber ich mache es auch ein bisschen für euch. Also, weil ohne euch würde ich ja die... Also, es muss ja einen Grund geben, warum ich die Kameras aufstelle. Und ich... Was? Hä? Dass du die Kameras aufstellst? Entschuldigung, dass diese Kameras aufgestellt werden. Danke. Und das ist für euch. Das ist für euch. Mach doch mal dein Handy aus, du Pflaume! Halt die Fresse. Verdammte Axt. So. Sag mal, hat's eigentlich gerade geklopft? Nein. Gut. Möchte ich hoffen. Hoffe ich auch für dich. Ich warte dann noch auf den Besuch von Tarek von KIZ. Ist immer noch eingeladen, du Sack. So. Oh, jetzt ist ein Zutnen Spaß. Jetzt ist er beleidigt. Jetzt hat er den Livestream ausgemacht. Marmelade und Himbeereis von Grauzone, Freunde, gibt euch. Dieser Song ist eigentlich länger, als er hier ist, aber der zweite Teil von dem Song, der ist einfach scheiße. Habe ich einfach rausgeschnitten. Ist mir auch egal. Marmelade und Himbeereis am Strand in Italien, es ist so heiß. Und plötzlich nimmst du meine Hand, ziehst mich zu dir hin und sagst mit zittriger Stimme, nimm mich wie ich bin. Ich lieb dich sehr, Romantik am Hals und Strand, unser Blut tropft in den
So, und jetzt kommt so ein Teil, wo der singt, wir sind alle prostituiert, wir sind alle prostituiert. Und das ist zwar voll geil punkig, aber Also muss ja keiner deinen Job beschreiben. Nee, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt einen Film, ich komme mit dieser Scheiße nicht klar. Ich will irgendwann eine Funke, bitte. Irgendwann du hast mal. Eine. Echt? Das ist ein Funkmikrofon, ja. Ja, aber ich will so ein elegantes, weißt du, so hier. Kauf dir eins. Nö. Kein Geld. Dann kriegst du kein. Mein ganzes Geld ist für Kassetten draufgegangen. Sei mal froh, dass du schon ein kabelloses Mikro hast, damit du über die Bühne laufen kannst. Ja? Du weißt, ey, ich hab dir dafür auch eingelutscht, fairerweise. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du weißt, dass meine Mama zuschaut, oder? Willst du mal winken? Dann, das macht's vielleicht besser. Mama, es war nicht so. Nee, gar nicht. Hat noch nie passiert. Ich kenne den gar nicht. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Es gibt einen Film von, keine Ahnung, irgend so ein Typ, der hat Climax, heißt der Film, das weiß ich. Und die erste Hälfte, das ist genau wie bei dem Song, die erste Hälfte des Films ist mega geil, wirklich. Geile Kamerafahrten, geile Szenen, die tanzen, geile Musik, ist übelst krass. Und dann kommt der Abspann und danach wird's so scheiße, alle sterben auf die brutalste Weise. Irgendwie, da stirbt ein Kind, was ich so überhaupt nicht abkann. Oh, und so Sachen, es ist wirklich grausam. Also guck den Film bis zum ersten Abspann. Dann, ey, hammergeiler Film. Aber danach, also keine Ahnung, das ist zwar auch irgendwie cool so, bla, und auch wer darauf steht. Nee, aber ich bin danach, also ich wollte eigentlich an dem Abend noch was machen, ich bin dann auch nach Hause gegangen. Das hat es mir auch einfach extrem versaut. Jetzt ist das Mikrofon ein bisschen zu tief. Ich flipp aus. Jetzt ist es zu weit rechts. Mann! So, also letzte Woche hast du noch nicht so Probleme gehabt. Ja, vielleicht habe ich jetzt meinen Konsum verändert. Vielleicht nehme ich jetzt andere Drogen. Das liegt an dem scheiß Anzug. Was? Gut. Habe ich jetzt schon die Kassette gewechselt? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Oh Mann, ey. Ach so. Ja. Ja, komm, den spielen wir noch, oder? Ja, den spielen wir was noch. Was denn? Hä? Was denn? Ghosts von The Presets. Ich hab hier auch noch ein Preset. Mach doch mal, schmeiß doch mal an. Warte. Wir müssen hier sowieso noch warten, bis die Künstler fertig sind, bis sie sich bereit erklären, mal auf die Bühne zu kommen. Fertig. Die sind ja immer so ein bisschen eigen, diese Künstler, ne? Diese Musiker. Ja. Strip called love, lost my mind in the streets of neon. Now I'm coming, I'm back. Help me up, move right, left foot forward. Oh, we've had a merry old time, but merry old times don't count for nothing. Cocaine song and women and wine, memories flood and I make me shudder. Bed in the morning, 8:45. Couple of days to get my head off. Now I'm coming on back. Help me up, move right, left foot forward to go.
store. You can take now and I'll take never. Now I'm coming on back. Huh. Help me up and move right left foot. Of courage, ran amok in a strip called love, lost my mind in streets of neon. Now I'm coming on home. Huh. Help me up, move right, left foot forward. Einfach auch ein bisschen Wellnessurlaub für die Seele, der Song. Ich mag den. Er ist ziemlich poppig, aber ich finde ihn irgendwie geil. Einfach, spritzig. Einfach ein, bitte? Spritzig. Spritzig? Finde ich, ja. Gut. Gut. Schön. Freunde, wir hatten es ja letzte Woche angeteasert. Mein guter Freund Karl. Du hast Freunde? Nö. Ach so. Ich habe Bandmitglieder. Ah, okay. Das reicht dann auch. Eben. Das ist, ich verwechsel das immer. Der sucht ja Mitbewohner. Und wer wären wir, wenn wir nicht Tape-Time wären, wenn wir nicht uns darum kümmern würden, uns dem annehmen würden? Und wir sind ja nett und sozial. Bitte? Wir sind ja sozial. Wir sind das Bruttosozialprodukt, genau. Und unserem guten Freund Karl in dieser durchaus schwierigen Situation zur Seite stünden. Nicht wahr? Und, ich muss mal kurz meinen Stift holen. Den habe ich da noch tatsächlich vergessen. Ist ganz ungewohnt, so eine enge Hose anzuziehen im Schritt. Gar nicht so, oh, das zieht richtig da rein. Oh, das ist geil. Erste Mal, dass du was im Schritt hast, ne? Nee, da ist ja so viel, deswegen klemmt es so. Weißt du? So, du hast ja wieder, elegant wie du bist, die Pflanze so platziert, dass man meinen mächtigen Hoden nicht sehen kann. Heute steht sie tatsächlich ein bisschen anders. Alter, mal können wir das Telefon noch davor stellen. Ist ungefähr dasselbe. Besser. Ist ungefähr Maßstab 1:1 in dem Sinne, ne? Kennt man ja. Vielleicht aus dem Blickwinkel der Kamera. Ja, meine ich ja. Ach so. Ja. Hier ist nämlich nicht so groß. Deswegen. Ach so. Verstanden. War zu langsam für. Deswegen haben wir uns gedacht, wir laden mal. Wir haben natürlich eine Vorauswahl getroffen, viele Gespräche geführt, viele Therapiestunden gegeben. Und in diesem Prozess hat sich, wie man sich's vorstellen kann, die Spreu vom Weizen getrennt. Die Spreu ist hier! Weizen ist hier. Und Weizen, eigentlich nicht mal Weizen, sondern so der Dinkel-Vollkorn-Mix. So der Roggen, Buchweizen vielleicht, noch mindestens. Und es geht jetzt darum, herauszukristallisieren, wer ist das Goldnugget im Vollkornhaufen. Deswegen möchte ich gleich den ersten Bewerber auf diese Wohnung auf die Bühne bitten, denn es ist ein Novum passiert, das da heißt, wir haben Gäste. Ich habe heute in mein kleines, beschauliches Wohnzimmer, es koppelt, Regie! Hat die Fresse. Habe ich eingeladen, Freunde. Freunde, ich habe Leute in mein Wohnzimmer eingeladen. Und wie das aussieht, das sehen wir jetzt gleich. Ich bitte, muss mal kurz auf meinen Zettel gucken, wenn es aufgeschrieben, bin ich so richtig geil gut mit Namen. Hanno auf die Bühne. Applaus für Hanno.
Ja, gebt euch mal Mühe, ihr Assis! Das hört man eh nicht auf der Tonspur, Moin. Außer deins, Moin. Regie, Liebe. Hallo, Moin. Hallo, hallo, hey. Mensch, wisst ihr, ja, ja, also wir haben ja tatsächlich nur telefoniert. Da habe ich schon mal, hat sich schon mal für mich rauskristallisiert, Nein, warte, dass du kurz. Eine schöne Stimme hast. Mal kurz. Mal das Handy aus. Flugzeug wegen Konferenzen möglicherweise. Ja, viel telefoniert. Du bist ja ein richtig schöner selten. Mann. Du bist ja ein richtig schöner Mann. Jetzt sag das, lass dich doch mal anschauen. Nee. Du bist ja ein richtig schöner Mann. Doch, bist du. Ist doch schick. Ey, ja, du. Ich finde es ein bisschen ungerechtfertigt, dass du sitzt und ich stehe. Also ich weiß, du kannst dir gerne den Hocker holen. Du, du stehst auch nee, gerade vor dem jüngsten Gericht. Ist okay. Nee. Ich drehe das kurz noch weg. Ist fair. Du, jetzt hau mal ein Beat an. Wir machen jetzt ein Battle. Freestyle. Oh, nee. Digga, no shit, Alter. Nee, also komm. Niemals. Nee, ich verliere. Oh, das würde ich eigentlich gerne sehen. Ich bin schlechter Verlierer in der eigenen Sendung. Nimm dir mal bitte. Gut. Das kannst du einmal für die Zuschauer auch. Ja. Ey, Leute, hat dich schon mal jemand gezählt? Nee. Hm. Habe ich das schon mal gefragt? Ja, letzte Woche und die Woche davor tatsächlich auch. Leute. Und wie viele Zähne sind's? 52. Na siehste. So. Euro pro Quadratmeter? Das kann ich mir nicht leisten. das kann ich mir nicht leisten. Das ist mir zu viel. Das war der erste Kandidat. So, Hanno, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du denn so in deiner Freizeit? Grundsätzlich nicht viel, was andere auch grundsätzlich machen. Jeder unterscheidet sich ja ein bisschen. Ich unterscheide mich da auch ein bisschen. Zwischen dir selber oder zwischen den anderen? Beides. Okay. Auch unterschiedlich. Ja. Also ich bin unter der Woche auch teilweise ein anderer Mensch als am Wochenende. Würdest du sagen, dass du an zwei verschiedenen Montagen auch manchmal ein anderer Mensch warst? Wirst? Ja, auf jeden Fall. Okay. Grundsätzlich auch, weil jetzt der nächste Montag ja auch nicht so ein Montag ist, wie es ein Montag ist, der im Buche steht. Grüße übrigens an... Ne? Grüße gehen raus ja, an Pfingsten. Nee, also ich meine, man kennt sich ja, also wir kennen uns ja auch. Wir kennen uns auch von grundsätzlich unter der Woche. Ja, schon. Ich glaube, womit man mit mir rechnen kann, wenn ich jetzt ein Mitbewohner wäre, ist, dass ich unter der Woche halt einen Wecker habe, der geht um 5.15 Uhr. Mhm. Und er geht dann nochmal 10 Minuten später nochmal. Also ja auch eher früh. Auch eher früh. Aber das warum eigentlich so früh? Ich gehe tatsächlich ja arbeiten. Das ist der zweite Punkt. Ich habe ein geringes Einkommen, aber ein regelmäßiges. Und ich muss mir Notizen machen. Ich vergesse das sonst alles. Kann man, glaube ich, wertschätzen. Also bei mir wäre das super, ne? Wenn ich nach Hause komme, könntest du Kaffee kochen. Wenn du nach Hause kommst? Ja. Dann morgens um Naja, Viertel vielleicht habe ich ja dann trotzdem Zimmer frei. Ja, darauf, also um ehrlich zu sein, also ich finde es natürlich schön, wenn man einen Mitbewohner hat oder eine Mitbewohnerin, mit der man das Leid teilen kann. Ja. Aber andererseits auch schön zu sagen, okay, man trifft sich dann zwischen den Welten und sagt einfach, komm, lass noch ein Croissant, Kaffee, Speck und Eier machen und dann geht jeder seines eigenen Weges. Ist auch okay. Alles 1A. Ich mache mir einfach Plusse auf den Zettel. Ja, das ist super. Das klingt total sympathisch. So, ups. Schmeiß meinen Block nicht weg. Ja, und sonst bin ich auch nur ein Mensch wie jeder andere. Ich habe einen Freund, den guten Ökrem, der macht so Kack-Seancen. Ja. Wenn er sich auf den Topf setzt, dann ist der 2 Stunden da, hat auch immer so einen, der hat so einen eigenen Vorklo-Flokati. Ja, Themen, damit die Füße nicht kalt werden. Aber also das ist auch mein Einsatz, wenn ich einziehe, ich brauche einen Teppich vorm Klo. Okay, aber den bringst du nicht mit? Nee. Ich glaube, das Problem ist, wenn ich meinen Teppich mitbringen würde, dann wäre das Bad sonst, weg. Ich glaube, dann würde ich halt auch nicht genommen werden. Dann wäre ich direkt wieder raus. Aber ja, also, keine Ahnung. Wärst du bereit, dich unter Einigung auf ein einschlägiges Modell aus der eigenen Kasse den zu bezahlen? Ja, sowieso. Okay, also es müsste sowieso nicht die WG-Kasse sein. Ja, weil aber Karl, sowieso. Karl ist auch so ein kleiner Knauserix. Ach. Ja. Ja, ich kenne ihn ja ein bisschen. Überhaupt nicht böse gemeint, aber er ist schon Knauserix, muss man einfach mal sagen. Ja. Also sagen wir es mal so. Ist ja auch immer wieder welche. Auch kein Knauserix, aber also er wendet den Euro schon 14 Mal, würde ich fast behaupten. Obwohl er nur zwei Seiten hat. Könnte ja was passieren. Und der Wasser... Könnte was passieren. Hey! Großartig. Das ist ja der Wahnsinn.
Also, ich weiß, ich muss ehrlich zugeben, ich war einmal live, bisher nur Zuschauer, weil ich sonst tatsächlich trotz Corona-Zeiten abends immer was zu tun hatte. Ja. Aber ich find's großartig. Ich find's auch super. Ist nett. Ja, oder? Und auch ambiente-technisch, jedes Mal wieder was hat sich was getan. Feuerwerk, oder? Oh, danke schön. Absolutes Feuerwerk. Muss man auch mal kurz der Regie. Auch Grüße an die Regie, ja. Feuchten Schenkelklopfer. Das geht runter wie warmes Bier, ich sag's euch. Ja. Aber ich will mich auch gar nicht schönreden. Also. Nee, tust du ja nicht. Gemeinsame Kasse finde ich auch gut. Ja. Aber. Also, man muss jetzt auch nicht zusammen in Urlaub fahren. Ja, safe. Kann auch. Man braucht auch jetzt keinen Ehevertrag. Eben. Ich kann auch gut alleine. Ja, verstehe. Aber auch ab und an gerne auch zu zweit. Ja. Ist okay. Mensch. Also, na gut, doch. Tiere? Haustiere? Hast du Haustiere? Mhm. Hatte ich nie. Ich habe tatsächlich mir, das war immer so ein Ding in unserer Familie, wir haben uns immer einen Hund gewünscht. Okay. Beziehungsweise glauben wir, dass wir uns immer als Kinder einen Hund gewünscht haben. Wir vermuten aber inzwischen, dass es eigentlich nur von einer Person ausging, von meiner einen Schwester. Aha. Weil die immer einen Hund haben wollte. Liebe Grüße. Und ich habe das Gefühl, ja, schöne Grüße. Ja, das ist jetzt so eingeredet, dass wir alle immer einen Hund haben wollten. Ja, okay. Ich würde aber immer noch sagen, wenn ich jetzt ein Landhaus mit 3 Quadratkilometern Umlauf hätte, würde ich mir auch einen Hund besorgen. Ja, safe. Aber nur einen, nicht, dass zu viel wird. Ja, nur einen. Obwohl, ja, dann vielleicht auch zwei. Weil das ist ja wie ich, der jetzt eine Wohnung sucht, sucht auch dieser Hund jemanden, mit dem er um 5.15 Uhr vielleicht Eier, Speck machen kann, einen Kaffee trinken und nicht die ganze Zeit nur alleine rumgammeln. Ey, nee, verstehe ich. Ja, voll. Finde ich mich auch. Sowieso, ja, jeder, der Haustier hat, alles fair, alles cool. Aber ich glaube, zu zweit macht es denen auch trotzdem immer mehr Spaß. Ich habe da mal mit einem gemeinsamen Freund von uns drüber geredet, dem guten Herrn Kai. Ach, netter Typ. Ja, grüße. Ja, ja. Sachen, die man vielleicht auch mal in die Welt posaunen kann. Hunde brauchen 16 Stunden Schlaf am Tag. Wusste ich auch nicht. Hatte ich keinen Plan. 16 Stunden. 16 Stunden Schlaf. Und Hunde ist schon so ein Fulltime-Hobby. Also aber so diese ganzen Willis, die sich hier so ein Start-up-Köter kaufen, ihr habt es nicht begriffen. Weißt du, was das die Problem brauchen ist, Auslauf. Es sei denn, das sind diese übelst hochgezüchteten Mopstiere, die sowieso gar nichts können, die eigentlich fürs Leben überhaupt nicht gemacht sind. Aber da können die ja auch nichts für. Also das ist nicht. Man kann es denen nicht verhalten. Nee. Ich glaube, das mit der 16 Stunden Schlaf, ne? Ja? Das Thema ist ja, ein Hund hat ja einen anderen Lebensrhythmus. Also der lebt ja auch kürzer als wir. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich habe mir jetzt überlegt, also wahrscheinlich ist für den Hund, hat der Tag vielleicht auch gar nicht 24 Stunden. Oh. Das heißt, der hat vielleicht eine ganz andere Zeitrechnung, was auch immer. Was ist 7 mal 24? Taschenrechner? Hundeknochen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind für den vielleicht 16 Stunden genauso wie für uns 8 Stunden. Aber er hat halt einen anderen Lebensrhythmus. Nee, eigentlich müsste er nach der Rechnung doch kürzer schlafen. Ja, aber vielleicht ist es für ihn vielleicht ja kürzer. Der sieht ja auch schwarz-weiß. Da steckst du ja nicht drin. Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Im besten Fall nicht. Aber Hund wäre okay. Wäre ich dabei. Hund wäre okay. Das ist cool. Ja, ja. Auch gerne auf dem, ne? Vorm Klo. Das ist okay. Ja. Würdest du beim Kacken deine Füße auf deinen Hund stellen? Auf so einen liegenden Hund? Wenn er weich und warm ist? Wenn er weich und warm ist? Wenn er keine sowieso Flöhe hat? Sowieso, aber ich bin ja ein Mensch der Gleichberechtigung, auch der tierischen Gleichberechtigung. Also ich esse Pfoten auch beim Kacken auf. Ja, also genau, wollte ich gerade sagen. Sorry. Wenn er dann halt mal kacken muss, dann legst du dich halt auch mal an den Park, an den Baum und sagst, komm, jetzt oder nie, ich habe die Tüte dabei. Wahnsinn. Würdest du krass, das macht aufhalten? Das halt selber. Ja, nee. Das ist so ein Ding, ich würde schon irgendwo wohnen wollen, wo ich nicht die Scheiße wegmachen muss. Ja, aber guck mal. Weil das ist, Digga, das ist so warm. Ja, aber so. Was ist schlimmer für dich? Du kackst und jemand ist bei dir und macht danach die Scheiße weg? Oder du kackst und jemand ist bei dir und hält dir währenddessen schon die Tüte unter den Arsch? Nee, ich meine ja, ich will nichts davon machen. Ich will irgendwo wohnen. Wenn ich mir einen Hund kaufe, wenn ich mir so einen... Ist eigentlich absurd, dass man sich irgendwelche Lebewesen kaufen kann, oder? Strange, völlig krass. Also, wenn ein Hund irgendwann in mein Leben Einzug findet, dann... würde ich das schon irgendwo dann wollen, wo ich die Kacke nicht wegmachen muss. Wo das überhaupt kein Thema ist. Nee, genau, deswegen sage ich. So. Ne? Und dann, weißt du, läufst du da so mit so einem Kackebeutel. Oh nee, ey, da habe ich gar keinen Bock. Scheiße. Ist alle im Gepäck. Alle im Gepäck. Echt nicht. So da, und dann auch immer hier in der Arschtasche immer noch so einen Beutel haben. Alter. Aber du siehst die Menschen auch an. So. Sie tun es für den Hund und tun es dafür, dass sie nicht Kacke angeguckt werden von Leuten, die dann am nächsten Tag irgendwie die Scheiße treten. Aber ja, genau. Sie finden es auch schon. Ja, aber ihr Hund, da ist aber noch ein Köttel. Das müssen sie noch wegmachen.
Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Nett. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, wahrscheinlich ist dann auch irgend so ein Typ, der am Balkon steht und jetzt gerade frisch gerentnert wurde und der ist dann so, oh, da mach ich ein Foto. Ja, das ist ja immer der gleiche. Ruf ja? sofort die Bullen. Da, der scheißt da an meinen Baum da. Das wäre übrigens mal eine interessante Statistik, ob man das mal nachfragen könnte. Wie viele Anrufe wegen liegen gelassenen Codes eingehen ja. bei der Behörde. Ja. Bei Alex Herr auf jeden Fall viele. Du sowieso. Also ich Freischiss, es ist Sommer, es ist wieder die Freischiss-Saison. Ich will verraten, wir arbeiten ja tatsächlich zusammen. Wie? Ich kann da, ja, also ich sag dazu jetzt auch nicht viel. Nee, ey, in dem Sinne, nee, das dürfen wir nicht. Regie? Was? Wenn ich jeden Tag mit ihm auf engstem Raum zusammenarbeite. Nein, nicht auf der Bühne. Sonst kriege ich Ärger vom Bezirksamt. Grüße ans Bezirksamt. Oh. Hey. Ja, wir lieben euch. So nah, Bezirksamt, so nah? Jugendamt. Danke fürs Sponsoring. Ja. Habe ich die Wohnung oder was? Wie sieht's aus? Entspann dich mal ein bisschen. Wir haben ja noch 20 andere Bewerber. Ja, Grüße. Nee. Guter Film. Ja, oder? Habe ich letztens gesehen. Die ersten 5 Minuten schwierig. Aber die Konversation, die dann danach kommt, also die haben einen stark reingebracht. Ja. Auch dieser Szenewechsel zwischen diesem klassischen Hollywood-Blockbuster, der rübergebracht wurde, und dann trotzdem auf einmal dieser Cut zu dem, okay, Sehnefelder Platz. Ich fand es stark. Ich kann dazu auch nicht viel sagen, aber ja. Wahnsinn. Schade, dass jetzt dieses Jahr mit den Veranstaltungen Berlinale und so ein Zeug, ich weiß gar nicht, hat das schon stattgefunden eigentlich dieses Jahr? Hätte. Februar, wenn ich hätte. Hätte tun können. Ja. Wäre vielleicht da gewesen, der Film? Guter Streifen. Wahrscheinlich. Ja. Hey, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend noch. Setz dich doch hier hin. Gibt's für den Mann Bier? Schieß, ja. Regie! Ich bin nur die Putzfrau. Na gut, dann wir klären das hinter dir. Kannst du hier einen Schluck Wasser aus dem Kelch nehmen? Ja, aber ich habe nicht... Nimm doch mal einen großen Schluck Wasser aus der warmen Gießkanne. Ich habe nichts, um es in den Kelch, aus dem Kelch, aus dem Kelch, weißt du? Ach so, wir dürfen ja nicht. Nee, ja. Genau. Na dann gebe ich ihm Bier aus der Flasche. Das gib ihm doch, fütter ihn doch mal mit der Nuckelbiere. Ja. Nett, oder? Hey, ich wunderbar. Ich hoffe, das geht durch. Ja, warte mal, ich mach mir hier noch ein Herzchen und ein Plus drauf. Okay. Ne? Ja, wunderbar. Freunde, Applaus für Hanno. Ja? Danke euch. Applaus, laut klatschen bitte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kriegt die Wohnung. Bitte? Hä? Nee, Wohnung. War doch wunderbar. So, warte mal. Ich schmeiß jetzt noch mal kurz einen Song rein, weil ich den nicht pissen. Rein. Ja? So. Ascension. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich die Kassette schon gewechselt habe. Alter, was kannst du eigentlich? Hä? Ja, heute nicht genug. Ja, ich merke schon. Aha, habe ich nämlich nicht. Siehst du? Ja, das hätte ich dir auch so beantworten können. So, und zwar in diesem Sinne kommt jetzt... Das sagst du übrigens auch ziemlich oft. Ja, das ist ja auch bewusst, das ist ja auch gewollt. Das ist ein Stilmittel. Ach, das ist dein Wiedererkennungswert quasi? Könnte man so sagen. Ah. Das ist auch vielleicht auch einfach... Irgendwas. Ein Jahr von Fehlfarben. Liebe Grüße. Vergessen macht's breit, das geht voran. Space, fallen auf Inseln. Vergessen macht's breit, das geht.
habe ich noch die Originalplatte von tatsächlich. Also Originalplatte, sondern hier von meinem Vater gekriegt. Ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade hier noch versuche, Kassette richtig an eine Stelle zu spielen. So, wollen gar nicht lange warten. Auf was? Sondern gleich weitermachen. Na, ihr habt doch noch. Ja, als du kacken warst, habe ich das Mikro desinfiziert, ja? Welches? Ist das da? Ja, natürlich. Alter, bist du krass. Freunde, ja, jetzt mal auch an haben, der Stelle noch mal einen kleinen Shoutout an unseren Regiemeister, Yannick. Also ohne den braucht man nicht lügen so. Also, brauchst du auch mit mir nicht lügen. Nö. Das ist einfach, der macht hier einen ganz tollen Beitrag auch. Also hier, dieser ganze Schruz ist nicht von mir. Das hat alles er gemacht. Das habe ich mitgebracht. Und das Telefon, Entschuldigung, das ist das Telefon. Und die Kassetten und die Kassettenspieler und meine Wasserflasche. Und nee, der Block ist auch von dir. Stimmt. Also von mir. Muss man mal sagen, der Bruder leistet hier einen richtig großen Beitrag. Ich möchte mal, liebes Publikum, wenn ihr schon da so faul rumsitzt, dann applaudiert doch mal wenigstens ein bisschen. Oh, das ist ja wie warmes Öl. Hört ihr das Internet? Das ist für Yannick. Hä? So. Hallo, lass die Bühne ganz. Nö. Ich möchte auch dann gleich auch weitergehen. Der nächste Gast auf meinem Wohnzimmertisch ist Nick. Herzlich willkommen, Nick. Hallo, Nick. Gebt euch doch mal Mühe, Mensch. Glaub es nicht. Thanks a lot. Hey, people, kann der Bruder mal sein Mikrofon angemacht kriegen? Wirkt irgendwie nicht so. Natürlich. Okay, hey, yo, hey, ja, das geht, ne? Wow. Hey, Nick, hey, na, wie geht's dir? Voll gut, ja. Ja, hey, voll schön. Was macht der Heuschnupfen gerade? Ey, die Pille, die mir jemand aus dem Publikum gegeben hat, ist übertrieben, kann ich sehr empfehlen. Hier gibt's keine Pillen. Leute. Also ich meine nicht die andere. Oh, Digga, ich wette, jetzt gibt's unter den 5 Zuschauern gibt's irgendwelche Leute, die so denken, so, das ist voll das Codewort, weil Heuschnupfen, Koksen und Drogen nehmen und Pille. Nein, der Bruder hat Heuschnupfen, das ist eine ernstzunehmende Geschichte. So, Nick, abgesehen von Heuschnupfen, was geht bei dir? Jetzt gerade oder so? Nee, warte. Wohin? Warte. Abgesehen von Heuschnupfen, was läuft bei dir? Tschü. okay. Bei mir läuft Musik viel. Okay. Guckst du Tape Time regelmäßig? Und stilles Wasser. Wie bitte? Guckst du Tape Time regelmäßig? Ja. Richtige Antwort. Ich mach mal ein paar Plus. Ist ja schon quasi sonst ein Ausschlusskriterium, ne? Ja, genau. Ja, das so. Ja, schön. Hauptsächlich. Was tust du denn so gerne in deiner Freizeit? Oh, da reißt du natürlich wieder ein großes Thema an. Ey, dafür bin ich hier. Investigativ. Also, bei mir ist es sehr uhrzeitabhängig, was ich in meiner Freizeit mache. Also erstmal vor 10 Uhr bin ich nicht in der Lage, vollständige Sätze aus meinem Mund rauszubringen. Das ist schon mal wichtig. Da ist mein Hobby. Das kann Karl nie. In dem Fall passt dir sehr gut zusammen. Ich schreibe mir das kurz auf. Nice, okay, geil. Ey, einmal kurz. Ich suche halt wirklich eine WG, ich wusste das nicht, aber wollte ich mal einmal sagen, ja. Sick, okay, ey, warte mal. Ey, Karl, du guckst nicht zu, aber sag doch mal auch was dazu. Hey. Ey, ganz kurz, weißt du, was wir machen? Ey, wir zeigen ihm einfach das Video, ich schicke ihm das einfach. Also nein, natürlich, aber, ups, nee, der weiß natürlich nichts davon. Der würde da mit der völlig ausflippen, egal. Also, du warst gerade dabei. Vor 10 Uhr, da bist du ihm sehr ähnlich, kannst du keinen Satz rausbringen. Und dann so zwischen 10 und 15 Uhr, da bin ich aktiv. Da ist mein Motor so richtig am Laufen. Meistens muss ich da irgendwas Gewalttätiges machen. Also irgendwas treten, Ball oder so. Oder okay, krass. Backflips oder so. Backflips ziehen? Ziehen, ja. Ein miesen Backflip, Digga, das ist mein Ding. Krass. Und bist du auch so der Ninja-High-Kick-Typ? Nee, ich bleib bei Backflips eher. Okay, easy. Also, ich habe das einmal gelernt und das hat mir gereicht. Krass. Da war dann auch erstmal Schluss. Nach 15 Uhr ist dann, da muss ich erstmal kurz chillen, so 15 bis 20 Uhr.
entspanne ich mich wieder. Da kann ich zwar reden, also da kann man voll gerne mit mir labern. Die Sätze sind voll, manchmal sogar Paragraphen. Mhm. Wahnsinn. Aber eher so im sitzenden Modus. Okay, ja, also genau. seelisch sitzend in dem Fall. Ja, also ich bin ein bisschen anders als Hanno. Bei mir ist es nicht tagesabhängig, sondern uhrzeitenabhängig. Okay. Aber das heißt, dass man sich schon krass darauf verlassen kann. Das heißt, wenn ich jetzt an einem Montag anrufe und an einem Montag danach zur selben Uhrzeit, habe ich genau dasselbe. Ja, ist homogen das Stimmungsbild nach der Uhrzeit auf jeden Fall. Okay, krass. Okay. Gut. Warte mal, ich hatte auch schon mal irgendwas auf der Pfanne gehabt zwischendurch, aber jetzt hast du mich auch. Ach so, Serien. Guckst du Serien? Ich weiß von einer. Ancient Aliens. Ja, also so Ancient Aliens ist eine geile Serie, kann ich voll empfehlen. Ich bin ein bisschen langweilig, was Serien angeht. Ich gucke immer nur so Serien, wo alles so voll wholesome ist und alle sich umarmen und so. Digga, fühle ich. Deshalb höre ich zu 100%. Bei dir mit Musik, so, wenn ich eine Serie gucken will, dann will ich einfach mit guter Laune vollgeballert werden. Ja, oder? Deshalb guckt er auch immer Tape-Time. Ich verstehe Horrorfilme nicht. Ich verstehe es nicht. Warum gucken sich Leute so Sachen an, wo Leute vergewaltigt werden und so? Digga, ich krieg doch schlechte Laune, wenn ich sowas sehe. Also warum soll ich mir sowas geben? Also ich fühle mich da zu 100%. Also, ich will Good Life, Digga. Wenn man sich so hinsetzt und denkt so, okay, jetzt ein Horrorfilm, dabei. Vor allem alleine, machen das Leute alleine? Oder ist das nur so ein Gruppending, wenn man 14 ist? So? Ey, also ich hab Freunde, also einer sitzt ja auch im Publikum, der guckt sich Horrorfilme an und der geht darauf irgendwie ab. Ich weiß nicht, ob er das mit seiner Freundin macht, bin ich nicht im Bilde. Aber Alter, ahne ich nicht, verstehe ich nicht. Bin ich auch raus. Hast du das erstaunliche Leben des Walter Mitty gesehen? Ja. Digga, das ist so ein richtiger Plätscherfilm. Ja. Der hat überhaupt keine Story gefühlt. Ja, so. Das ist der Dude, das sind geile Bilder irgendwie, wie er so auf dem Longboard durch Island ballert und dann läuft Junip Far Away. Ja. Das ist irgendwie geil so. Ich liebe halt auch Sachen, wo man sich nicht die ganze Zeit konzentrieren muss, wo man mal so abschweifen kann. Bin ich mal 5 Minuten in meinem Kopf und dann komme ich wieder zurück ins Boot. So, und ist immer noch geil. Geil, ja. Hammer. Ey, Nick, ich danke dir. Ich mich auch, hat mich gefreut. Karl wird sich bei dir melden. Jetzt sendungstechnisch und auch in echt tatsächlich. Ich hab Bock auf dich, Karl. Bis bald. Ey, Karl, das ist ein 6er im Lotto. Ach so, soll ich dir mal sagen, wo das ist? Das ist hier auf der Ecke. Passt dir das? Wo ist nochmal deine Arbeit? In Schöneweide. Ach so, das ist sowieso immer... Ja, also es ist sowieso immer weit. Easy, okay, cool. Hey, schön. Leute, ein Applaus für Nick. So. Tschüss, Nick. Freunde, haut mal jetzt noch einen Song? Ah ja, komm, ich hau noch einen. Natürlich. Ich hau noch einen in die Tasten, warum denn nicht? Habe ich erst neulich entdeckt, ist von so einem Typen, der schon seit 100 Millionen Jahren irgendwie Techno macht. Das hört sich doch gut an. Vitalik ist auch so ein Franzose. Und ich muss ja sagen, ich habe ja so eine leichte Schwäche dafür, wenn so in so Techno-Songs Franzosen Deutsch reden. Weil, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen geil. So, ich hab später auch noch einen anderen auf der Pfanne, der ist auch so. Es weiß ich nicht. Irgendwie finde ich es krass. Und so, jetzt habe ich ja den Titel vergessen. Niemand von Kompromat. Künstler machen sich wie üblich bereit, man kennt's. Das war die Aufnahmetaste. Machen Sie hier. Ich hätte jetzt gesagt, die Backstage-Treppe. Bitte? Hört sich auch ein bisschen nach Backstage-Treppe an. Grade. Backstage? Hörst du das? Die Treppe? Die ja. Getrappel. Aha. Ja. Aha. Oh, das war die erste Tür. Ah, was? Das war die erste Tür gerade? Ja. Die Nase. Auch cool, dass hier ein Ventilator ist, Alter. Der ist schon seit sechs Sendungen da. Ja, aber du kennst mich doch. Mhm. Hallo, wo bin ich denn hier? Was soll denn das? Ist hier auch eine richtige Kassette Digi. Drin? Fader ist auch oben? Ich wollte nur mal fragen. Fader ist oben. Und rübergezogen? Kein Signal. Rübergezogen ist auch. Ja. Kassette dreht sich auch, wie sie es soll. Sicher? Ja. Ich auch in die richtige Richtung? Auf. Ach, guck mal, hier, die Kerzen sind runtergebrannt. Was ist denn hier für ein Fader? Deshalb geht das nicht. Nee, weißt du was? Ich hab die Kassette nicht reingemacht. Och, Digga. Wo noch die alte Kassette? Ach, Digga. Ja.
Jetzt ist besser. Plötzlich funktioniert es dann. Völlig wahnsinnig. Niemand von Kompromat. Die Franzosen sind die besseren Deutschen. Shout out. Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Flutbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. 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 Wahnsinnig, finde ich völlig krass. Ich war jetzt gerade noch auf der Suche nach dem anderen Song, der auch so ist, aber irgendwie habe ich es gerade nicht gebacken gekriegt. Was läuft da jetzt gerade? Ich habe auch gleich, hallo, ist es an? Ist es an? Ah ja, ist an. Wunderbar. Ist immer noch an. Sorge gehabt. Was ist das gerade? Ah ja, das ist der. Mal kurz ein bisschen vorspulen. Wir haben es gleich, Freunde, entspannt euch. Immer noch nicht. Wir sind auf dem Weg dorthin. Ich will euch das nur mal kurz zeigen, weil der Song ist auch echt geil. Und will ihn mal einfach mal kurz, um da so ein kleines Spektrum reinzubringen in die ganze Geschichte. Alter, wie lang ist denn dieser Song? Das ist ja schon der Song danach. Entschuldigung. Hey, das ist hier alles total professionell durchdacht. Und ich habe ein riesiges Team von Managern hinter mir, die mir sagen, was ich anziehen soll und welche Songs besonders gut bei den jungen Kids kommen.
Das sind auch alles Features, ehrlich gesagt. Was jetzt keiner weiß, Hanno und Nick sind beides aufstrebende Star-Musiker, die bei Sony unter Vertrag stehen. Und deswegen hatten die jetzt hier so einen Interviewtermin, um sich so ein bisschen vorzustellen und so ins, weißt du, um meine Reichweite zu nutzen. Aber ey, wenn die bei Sony sind, dann sollen die mal den YouTube-Leuten sagen, dass die Tape Time 5 wieder online stellen sollen. Das ist gerade von Sony Music Productions gesperrt worden. Warte, was nochmal? Tape Time 5 ist gesperrt worden von Sony Music Productions. Deswegen kann das keiner gucken. Ja. Boah, ey, Sony, ganz ehrlich, fick dich. Nein. Doch, ganz ehrlich. Digga, das wird auch wieder gesperrt, wenn du sowas sagst. Gar nicht, okay. Wir kämpfen weiter. Sony. Wir würden gerne mit euch kooperieren. Ihr könnt mir mal die Puppe schmatzen. Das darf man noch sagen. Puppe schmatzen? Was? Ja, die Frage ist aber nicht, ist das die Puppe oder ist das die Puppe? Das oben, wenn man das jetzt so sagt. Und in dem Fall möchte ich Sony nur einen Kuss geben und das ist doch total nettig. Ist total nett. Oder? Ja. So, hab's gleich. So. Ach nee, wisst ihr was? Den zocke ich irgendwann anders. Nächste Woche oder so. Ich möchte jetzt erstmal unseren nächsten Gast auf die Bühne bitten. Marius, komm doch mal auf die Bühne. Manchmal locker, manchmal untenrum frei. Oh, jetzt wird's witzig. Was? Jetzt wird's witzig? Ja. Weiß ich nicht. Guten Morgen. So, erstmal vorneweg. Geh doch mal Mühe, Regie. Tut. Halt die Fresse auf dem Sofa. Moin. Couch. Nee. Sag ich doch. Wahnsinn. Hallo Marius. Erstmal vorneweg gefragt. Was hast du an deinem Knie gemacht? Üble Kneipenschlägerei 96. Glaube ich nicht. Nee, das war so ein klassischer Vatertagsunfall. Halt dich mal raus. Was? Ja. Vatertag. Muss ich mehr sagen. Fahrradtour, wir sind nach Potsdam gefahren, in die Meierei, sehr zu Sportlich. Empfehlen. Ich schreibe das mal kurz auf. Ja. Sport, genau. Sehr sportlich übrigens. Ne? Ja, und auf dem Rückweg gab es einen kleinen Zusammenstoß ungewollter Natur. Und ich küsste den Teer sehr zärtlich und er mich zurück. Und seitdem ist meine linke Seite etwas lädiert. Aber es geht wieder. Ganz seitlich oder nur? Ja, die Pflaster sind versteckt unter dem Pulli. Ach, Wahnsinn. Ich habe mich extra schick Freunde, gemacht heute. Wir zensieren hier freiwillig. Ja, ja. Also du bist sehr sportlich. Hast auch richtig schön stramme Waden. Sieht super aus. Was machst du denn so? Soll ich mich mal so ins Profil stellen oder ja, so? Ja, stell dich doch mal, du kannst genauso stehen bleiben. Dann habe ich einen guten Blick auf... Oh, Hallöchen. dann also... Mehr gibt's heute nicht zu sehen, tut mir leid. Später aber, oder? Vielleicht. Aftershow, Burn, woo! Backstage! Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Nee, what? Ficke! Ach so, du machst viel Sport. Tatsächlich studiere ich das sogar, ja. Ach. Ja, also Sport und Geschichte auf Lehramt, gute Lehrer werden ja gebraucht, deshalb... Ist so, wir haben ja auch einen amtierenden Lehramtsstudenten im Publikum. Der soll sich mal auf den Kopf stellen oder so. Wenn er noch hier ist. Ist der schon gegangen? Ja, besser ist das. Wo waren wir denn? Ach so, du studierst Sport. Bist sehr sportlich. Bist du jemand von... Also würdest du dich selber folgendermaßen in eine Kategorie stecken von Leuten, die so... es nicht lassen können, andere Leute zu dem, was sie gerne machen, zu animieren? Weil da rennst du bei Karl zu betonierte Türen ein, wenn du auf Sport kommst. Ich kann da total drauf verzichten, das wäre kein Problem, aber wenn er Bock hat, irgendwie mal eine Runde mitzumachen, dann... Genau, also so Karl spielt manchmal so Basketball, das weiß ich. Auch, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass er gut ist, ehrlich gesagt. Aber das ist auch alles. Das ist auch das Ende der Fahnenstange. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich sportlicher bin, so gar nicht, aber nur mal so in den Raum gestellt. Ich suche ja auch nicht für mich einen Mitbewohner, ja? Bevor ihr jetzt wieder anfangt zu haten. Das ist so. Auch besser so, hoffentlich. Ja? Was? Naja, Essgewohnheiten. Fleisch? Du? Ja. Gut, Karl nämlich auch. Wie stehst du zu kalten Pommes im Kühlschrank? Und kalter Currywurst im Kühlschrank. Die so 3 Tage liegt die da in ihrer komischen Alu-Verpackung. Und dann irgendwann wird die in einem schwachen Moment, kommt Karl so aus seinem Zimmer raus und fährt die sich dann alle auf einmal rein.
Soll er machen. Also solange das Gemüsefach zum Bierfach umfunktioniert wird, ist das für mich in Ordnung. Das ist, glaube ich, von vornherein da so der Fall. Ich war bis jetzt auch nur da, wenn Partys waren, aber da war der Kühlschrank immer voll mit Suff. Ein Pilz ist ja auch ein Gemüse. Stimmt. Oder? Hat er recht. Richtig. Stimmt. Applaus an die Regie. Super. Danke, Yannick. Gerne, Marius. Wahnsinnig. Essen haben wir. Gut, dass du auch Fleisch isst, weißt du, ne? Ja, finde ich auch gut. Auf jeden Fall. Aber jeder, der es nicht machen will, kann es auch nicht machen. Es ist in Ordnung. Ja, eben. Also da kann ja auch jeder nach seiner Fasson tanzen. Aber ich, wie gesagt, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, ich mag es nicht, wenn Leute einem so dann das so aufbinden wollen. Das finde ich irgendwie anstrengend. Weil, also alleine sich in den eigenen vier Wänden zu rechtfertigen, das muss nicht sein. Wie stehst du zu Tieren? Prinzipiell ganz offen. Vorhin wurde, glaube ich, schon von Hunden gesprochen. Definitiv, also auch eher Hund als Katze. Aber momentan auch in meiner Lebenslage, sage ich mal, könnte ich dem Tier nicht das bieten, was es haben sollte. Viel ja. Auslauf zu geregelten Zeiten und so weiter. Das ist ja. Schwierig. Aber wie wäre das denn mit Vögeln als Haustieren? Bist du gut zu Vögeln? Danke an die Regie. Frage wird nicht beantwortet. Die Tiere. Ja, bin ich ganz lieb und nett. Wir haben auch Körner bei uns auf dem Balkon. Das ist super. Karl, hast du gehört? Gut zu Vögeln. Wunderbar. Achso, wie sieht denn dein Tag, so ein Tagesablauf aus? Bist du eher Nachteule oder eher Morgen? Also, wenn ich dich mal jetzt in eine Schublade stecken darf, du machst mir so einen extrem agilen Eindruck. Ich könnte mir vorstellen, dass du aus so einem 8 strammig drauf gehst laufen. Nein. Voll geil. Nee. Echt nicht. Gar nicht. Wahnsinn. Okay. Also meistens, wenn ich morgens aufwache, ist es früher Nachmittag. Und so ein ganz normaler Tag besteht irgendwie aus Uni, bisschen Sport, viel im Garten. Wir haben sogar so einen kleinen Schrebergarten. Wo ist der? Muss ich auch aufschreiben, ist wichtig. Der ist in Tempelhof. Oh, da wohnt ein Kumpel von mir. Also nee, der wohnt nicht in der Gartenparzelle. Macht er nicht. Das wüsste ich. Darf man nicht, ist verboten. Nee, genau, ja. Also das viel, ansonsten viel unterwegs, naja, besonders im Sommer eigentlich gerne irgendwie auf Festivals, auch am Arbeiten und sonst was oder ja, nebenbei jobben, klar, man muss ja irgendwie Geld verdienen und da bin ich momentan beim Optiker eigentlich beschäftigt und ist die Brille ein Willkommensgeschenk? Ja. Stark, natürlich jetzt? Natürlich, ja. Alter. Und mit freier Wahl der Gläser und des Gestells und so weiter, da kann Vielmann nicht mithalten. Oh. Sorry, Vielmann, ihr seid scheiße. Sag mal, muss ja eigentlich jeder in dieser Scheiß-Show fluchen? Es geht mir auf den Sack, ihr Pisser. Ja, naja, musst halt Mikro ausmachen oder so dann oder das nachher bearbeiten. Hatte ich auch überlegt. Könnt ihr ja mal abstimmen, ihr zwei Leute, die zuschaut. Fünf. Wer? Fünf. Immer noch fünf. Immer noch. Ey, ihr seid ja zwischendurch waren es auch mal 8. Alter. Wie viel davon sind Yannick? 4. Ich habe diesmal vier Fake-Accounts, Streamrechner laufen. Nicole. Ich habe diesmal keinen Streamrechner laufen, damit wir ein bisschen Internetleistung sparen. Ich hoffe, die Leute sehen das auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das sehen wir später. Ich hab hier halt 7 Monitore, aber keiner sagt mir, ob das Internet funktioniert. Wunderwerk der Technik. Was soll man da Toll, sagen? Oder? Marius. Ja, bitte. Ich danke dir. Ich werde deine Daten an Karl. Achso, du musst später noch eine Datenschutzerklärung unterschreiben. Selbstverständlich. Weil ich gebe das an Dritte weiter. Eigentlich ihr alle. Freunde, ihr müsst noch mal hier so einen Wisch, ne? Also, es wäre super nett. Ja, na gut, Marius, ich danke dir an der Stelle. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Und Freunde, ich möchte jetzt auch gleich mal übergehen zum letzten Song. Achso, wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht, mal bitte. Deshalb ja. Hau ab. Ich stelle mal das Mikro weg. Ich grüße alle, die ich kenne. Und, ich grüße alle, die ich kenne. Ich grüße dich zurück. Oh, danke. Und war sehr angenehm. Hey. Bis zum nächsten Mal. Fand ich auch. Mach's gut. Vielleicht sehen wir uns ja bei Karls nächster Party. Die sind immer wild. Ach so. So. Jetzt ist die große Frage aller Fragen. Was habe ich jetzt gerade laufen lassen? So. Jetzt lief gerade doch niemand. Und wisst ihr, was wir jetzt nochmal zocken? Von der Kassette, die da liegt, zocken wir jetzt den letzten Song, der da heißt Gib mir ein bisschen Sekt, denn vielleicht
Macht man das heute Abend nochmal, dass man ein bisschen Sekt trinkt? Weiß nicht genau, wann der jetzt kommt. Ach so, jetzt kommt, ist dann noch das Ende von dem anderen Song drin. Hab wieder nicht vorgespult. So, Freunde, Typ aus Berlin, wie gesagt, will, dass man ihn McNazi nennt. Ist mir egal, McKinsey, Opfer. Schönen Abend, bis nächste Woche. Und geht mal raus. Jetzt. Halb trocken, Brudi, bei mir sonst nichts weg. Es finden wir das Rotkäppchen, dann wird sie geleckt. Aber sind wir noch drauf? Immer. Ach so, wunderbar. Hab ich ja gerade beim Pissen eine Idee gehabt. Oh oh. Und zwar, sag mal, heißt es jetzt eigentlich, dass wir, also ist das ein Fame-Indikator, dass der Algorithmus von Sony unsere Sendung guckt? Es ist quasi, eigentlich guckt Sony Tape Time. Ich muss auch sagen, ey, Sony, ich habe eine Kassette von euch, die ist okay. Mal so als Gedankenspiel. Ne? Also mal auch einfach offen für Kritik sein, Freunde. Ihr könnt auch einfach mal ein bisschen offener für Kritik sein. Und Sony, andere Sache. Oh, fuck. Ich kann ja gar nicht gegen Sony haten. Mein Tape ist ja, Kassettendeck ist ja von Sony. Aber hey, ganz ehrlich, ich finde, also... Jetzt mal ohne Scheiß, die Verstärker von Dual sind besser. Und die Verstärker von Pioneer sind nämlich auch besser. Und wisst ihr noch was? Die Boxen von Marzion sind auch besser. Und weiß ich nicht. Was noch? Aha, wisst ihr was? Die Nikon-Kameras sind auch besser. Die Canon-Kameras sind auch besser. Auch wenn ihr den größten Sensor habt. Seid nicht die größten Ficker auf dem Markt. Guck mich mal an. Bin vielleicht der Größte hier im Raum, aber heißt nicht, dass ich der größte Ficker bin. Weil auch, ne, auch wenn man groß ist, heißt ja nicht, dass der Anzug, in dem man steht, nicht zu klein ist. Ja? Das ist ja, also, man muss ja auch die Sachen in Relation zu ihrer Verpackung sehen. Und da seid ihr auf dem Holzweg, Freunde. Muss ich euch mal ganz ehrlich sagen. Und ihr hattet mal Style. Hier, 1978, als ihr dieses Baby hier rausgebracht habt. Da wart ihr noch fresh. Da konnten Leute wie Tanzström, ja, Tascam, konnten gegen euch einpacken.
Aber heute, da seid ihr auf dem Holzweg, Freunde. Da fragt nicht mal jemand mehr. Wisst ihr, was ich für das Teil bezahlt habe? Ein Fuffi. Ja? Wisst ihr, was Tape-Decks von anderen Firmen kosten? Mit Dual-Cups da, 400 Motoren drin. Kosten heute immer noch 200 Euro. Müsst ihr euch mal, also auch mal kritisch hinterfragen. Und ist es jetzt, ist das gut, was ihr macht? Dass ihr Leute wie mich in meiner künstlerischen Freiheit schneidet, ihr Opfer? Muss das sein? Ich meine, also tue ich euch jetzt weh, indem ich eure Mucke spiele und das gucken sich 4 Leute an? 9 gerade. 9 Leute? Ja. Das guckt. Ich glaube, der Sony-Bot ist dazugekommen. Ja? Und ihr macht hier, ne, die Beschneidungsschere, ihr Opfer. Das ist, also, Varistiarie, oh, das ist auch ein bisschen assi, dass ich die Anspielung jetzt mache, aber die würde sauer sein auf euch. Ja? Das will ich mal sagen. Ich finde, also, ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich. Und ich würde gern wissen, bei welchem Menschen, der wirklich was zu sagen hat, ja? Weil ihr habt es ja auch, kann man sich da, kann man, oder? Nein, 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 nein. Der ist von der Montessori-Schule, nicht von mir. Oh Gott, na Montessori-Schule? Digga. Das Ding angefasst? Digga, ist ja übelst eklig. Ey, ganz ehrlich, Montessori-Schule. Nein, bitte, nein, nein, nein. Eine Frage. Nein. Eine Frage. Nein. Okay, ganz kurz, ganz kurz. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Eine ernst gemeinte Frage. Nein. Aus. Ist das euer Ernst? Also. Du weißt schon, die haben ja nicht mal Unterricht, oder? Digga, 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 Digga. Digga. Die Frau. Nein, 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 nein. Ich frag nur. Nein, Ruhe. Okay. Die Frau vom Chef. Oh. Muss ich mehr sagen? Ups. Es ist Hammer. Kneten ist richtig geil. Kneten ist super. Abi 1. Danke. Oh, das war unsere letzte Folge. Nein, ey, ganz ehrlich, ich find's doch okay. Jetzt mal okay, also jetzt mal ganz ehrlich. Digga, ich habe gerade angefangen zu schwitzen. Brauchst du nicht. Ich hatte ich Angst, was ich du find's sagst. Doch okay. Ich find's völlig in Ordnung. Ich frage mich einfach nur, und das ist wirklich, das ist auch nicht als Witz oder als irgendwas gemeint, ist das die smarteste Vorbereitung fürs Leben? Ja, auf jeden Fall. Das weil, ist einfach, es ist einfach wirklich, ich kann dir das, wirklich eine ich kann dir dazu, Frage. Dazu tatsächlich richtig viel erzählen. Mach mal bitte. Ich bin ja schon seit 8 Uhr morgens hier. und zwar gibt es in der Montessori-Schule zum Ende des Jahres den Brauch, nach der 6. Klasse gibt es eine Abschlusspräsentationsprüfung. Diese habe ich mir heute angehört von der vom gesamten 6. Jahrgang der Montessori-Schule. Und ich muss dir sagen, was dabei rausgekommen ist, einfach top. Echt, ja? Ja, die standen hier auf der Bühne. Wir haben das auch gestreamt. Und was dabei rausgekommen ist, top. Und ganz kurz, standen die im Tape-Time-Studio? Nein, das habe ich danach wieder aufgebaut. Das wäre so witzig. Oh, lag der Teppich? Ja, natürlich. Es stand auch. Es stand auch das Sesselding und der Tisch. Aber, weißt du, ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Ich finde das ja auch völlig fair. Nur ich bin ja auch schlecht informiert so. Ich google ja nichts. Und das Einzige, was ich höre, ist halt so Zeug von der Straße halt. Und dass Montessori halt so voll Seidentuch ist. Aber ich wusste ja nicht, dass es das gibt. Habe ich ja keine Ahnung von. Wie gesagt. Das erzählt mir ja keiner. Jetzt aber ist ja auch des Besseren belehrt worden. Ist ja auch spannend. Aber deswegen stelle ich ja Fragen, weißt du? Genau deswegen frage ich ja Leute. Das freut mich. Damit du mir antworten kannst. Und ja. Ganz ehrlich, liebe Frau vom Chef, also, das guckst du eh nicht. Aber ja, der wohl, Chef guckt das. Aber wirklich, ganz, ganz ehrlich, ich finde das ja spannend so. Ich finde, ich will ja irgendwann auch mal selber vielleicht Kinder haben. Und vielleicht ist Montessori ja der Shit. Ist ich es. Weiß es einfach nicht. Also weil die Leute, mit denen ich rumhänge, halt alles Assis sind. So. Es kann voll gut sein. Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass das wahr ist, ist größer als 0. Und das ist schon genug. Quasi wie beim Würfel. Digga. Freunde, ich klinke mich jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
ruft mal, ey, ganz ehrlich, eine Sache noch, ruft mal eure Eltern an, sagt ihr mal, dass ihr die gern habt, ich mach das selber zu selten. Mama, ich hab dich gern, du guckst ja zu, ne? Ja, ich mach das selber zu selten. Reicht jetzt und wieder da kommt auch oft ganz viel Leben dazwischen und schlechte Laune und dann kann man mit dieser Mutterliebe auch mal manchmal wenig anfangen, aber ey, ihr seid der Bauchnabel von euren Eltern und die haben euch ganz doll lieb, also hoffe ich, wünsche ich euch auch, ehrlich gesagt, muss ja auch nicht sein, aber wenn ihr eigentlich ein cooles Verhältnis mit euren Eltern habt, dann ruft die mal an, die freuen sich, sagt denen, dass ihr die gern habt, sofern es stimmt, ihr müsst jetzt nicht für mich lügen, mache ich morgen früh auch, versprochen. Peace out, ihr Opfer. Ja, und von mir gibt's wieder Werbung. Ha! Werbung! Wie jede Woche. Morgen hier im Tape-Time-Studio live. Und diesmal nicht Techno. Wer hätte das gedacht? Morgen spielt hier live eine Band. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals wieder eine Band hier auf dieser Bühne sehe. Und zwar haben wir morgen live im Studio Luke and the Flywalkers. Ist an schon? Ohne Witz, die zocken morgen hier. Ey! Natürlich! Luke, Billy und Marcel. Ich habe einen feuchten Traum von euch mit und mir. Und zwar, Dankeschön, dass wir irgendwann, ich will ja so mit Publikum und so, ne, mit, also nicht die fünf Besoffenen, die hier sitzen, weil sie irgendwie die falsche Tür geöffnet, keine Ahnung, sondern ich habe mir vorgestellt, es wäre doch schön, wenn ihr manchmal hierher kommen würdet und einfach mal zocken würdet, weil ich habe euch echt so lieb. Ich habe euch so extrem lieb, ihr seid so geil. Also, für alle, die es nicht wissen, ich glaube nicht, dass es jemand nicht weiß, aber ich sage es trotzdem, für falls irgendjemand das mal guckt, der es nicht weiß. Luke and the Flywalkers sind immer die Band, mit der wir unsere Gigs machen. Und die sind die Besten. Die sind einfach wirklich die Besten. Wir teilen uns mit denen Probenraum. Die sind einfach wirklich, also es ist einfach nur schön. Und auch so vorm Gig rumhängen mit, ups, bin voll in den Keks getreten, Entschuldigung. Vorm Gig mit Leuten rumhängen, die man mag, ist einfach wunderschick. So, und Luke and the Flywalkers spielen hier morgen im Tape-Time-Studio? Im Tape-Time-Studio. Es ist quasi Tape-Time. Und soll ich dir mal sagen, was danach kommt? Nur ohne mich, also Win-Win. Wahnsinn. Besser wird's nicht. Ha. Außer vielleicht danach. Danach beglückt uns John Fabi Crow. Wie heißt er? John Fabi Crow mit einem... Ich muss mal das Mikrofon aus dem Mund nehmen, ich höre nichts. Ach, halt die Fresse. Ja, nein. John Crow beglückt uns morgen danach noch mit einem DJ-Set. Das Beste, was wir haben können vielleicht. Ich weiß nicht. Bestimmt. Ich bin gespannt. Aber bisher, er ist DJ, Resident DJ im Sage. Das sollte den meisten ein Begriff sein, hoffe ich. An Flint. Das sollte den meisten Begriff sein. Der liegt morgen auch hier nach Luke and the Flywalkers bei uns im Tape-Time-Studio. Ja, fick dich, Sunshine Live. Du kannst nix. Wir sind besser. Wir sind besser, 100-mal besser. Auf jeden. Willst du noch was sagen oder so? Sag doch noch mal was. Tschüss oder so. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja, okay. Haben wir eigentlich einen Abspann? Das wäre mal vielleicht sinnvoll. Aber ich komme ja nicht bis zu meinem Laptop. Also, naja, nee, ja. Ja, also stellt euch mal jetzt, ich kann einen Abspann machen. Warte mal, ich muss hier noch schnell was schreiben, dann sieht das vielleicht gut aus. Warte. Bin ich so schnell. Machst du sehr schön. Hä? Und was machst du morgen so? Die Leute gucken uns immer noch zu, deshalb dachte ich, wir reden noch kurz. Dicker, morgen... Oh, Freunde! Ich bin morgen, genau wie mein guter Freund Helge Schneider, auf dem Winterfeldmarkt in Bademantel und Adiletten. Also wer Lust hat, vorbeizukommen... Nicht dein Ernst. Ich stehe am Gemüsestand und verkaufe Eier. Ohne Mittelfinger. Hast du es? Ja.
Okay, also, Bühnenbild, es geht ja nicht, es muss ja so gehen. Bühnenbild, Licht, dazu, egal, also Licht und Technik. Ah nee, Licht stimmt ja gar nicht. Entschuldigung, was? Oh, sorry. Aber sagen wir es mal so, das hier, so. Das ist die Bühne. Das ist die, also nee, das ist da oben, das Licht. Das ist Licht, ja. Ja. Das hast du ja daran gezimmert, oder nicht? Ja. Du hast vorhin hier auf der Leiter gestanden, habe ich genau gesehen. Ja. Das war Yannick. Ja. Und Regie macht er auch. Und mit mir reden macht er auch. Zwangsweise. Dann haben wir Licht. Namen habe ich vergessen. Saphira. Saphira. Heute. Saphira. Saphira. Hallo. Ups, schon wieder auf den Keks getreten. Ich weiß, wer auf jeden Fall gleich die Bühne saugt. Entschuldigung, was? Ich weiß, wer gleich die Bühne saugt. Du. Ich dachte, du bist die Putzfrau. Hast du es nicht heute Nein, in der Sendung gesagt? Ich spule jetzt gleich zurück. Nee. Ich spule zurück. Das war ich nicht. Ich spule zurück. Ich spule einfach zurück. Was willst du machen? Ich spule jetzt. Ich hab die Stelle hier noch. Genau auf der Kassette ist die drauf. Habe ich Glück gehabt. Nein. Ist genau hier drauf die Stelle. Habe ich als Beweis. Deswegen habe ich doch die Kassette. Laufen immer mit. Du denkst, ich spiele ab. Die laufen mit. Genau. So ist es nämlich. So, jetzt machen wir es mal an. Gerne. Ich bin ja die Putzfrau. Ja, hast du gehört? Das ist so absolut gar nicht meine Stimmlage. Ich habe leider einen Termin jetzt gleich auch noch. Nee, also ich bin morgen auf dem Winterfeldmarkt und danach gehe ich noch zur ATU und dann gehe ich zu Bauhaus und dann gehe ich noch zu Foto Impacts und dann gehe ich nach Hause und mache mir einen schönen Abend. Und gucke Look and the Flywalkers. Und gucke natürlich Look and the Flywalkers, Freunde. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz ehrlich auch dann mal langsam einen schönen Abend. Und vielleicht kriegen wir das hin, dass wenn ich jetzt Mikrofon ausmache, dass du auch den Livestream ausmachst, weil sonst komme ich hier nicht raus. Ich bin gefangen. Ich kann gar nicht mehr von der Bühne gehen, solange die Scheiße läuft. Freunde, bis nächste Woche, Freitag 8 Uhr, ihr wisst Bescheid. Und bis morgen. Bis morgen mit Look and the Flywalkers. Kann man euch noch irgendwas mit auf den Weg geben? Gießt mal eure Pflanzen. All your talent. Ooh.
a song, only sung by animals. This is a fear only felt by lonely people. This is the hand that feeds a scary kind of creature. This is a mind that's blind to every sort of light. My life is a book and I'm stuck on an empty page. Everywhere I look, no escape from this paper cage. The story has been written till now, suddenly it stopped, leaving me alone with a pen and my world on top. Nismo ista krv, princezo moja, druga majka, drugi dom. Pa zašto posle tebe srce boli, isto kao kad te izda neko tvoj. Nismo ista krv, princezo moja, zbog tebe odlazim u drugi grad. Nije važno da na istok ili na zapad, samo da te s drugim ne gledam. Dva života volio i samo na trenutke, a samo sam tebi život htio dati. Sve su druge bile moje lutke. Čujem da si našla nekog, nekog prokletog, a ja ne znam ni dan danas kako ću bez nas. Nismo iste krv, princezo moja, što posle tebe srce boli, isto kao kad te izda neko tvoj. Nismo ista krv, princezo moja, zbog tebe odlazim u drugi grad. Nije važno da na istok ili na zapad, samo da te s drugim ne gledam. Opet zakucaš na vrata. Jako svako muško ponosna budala, priznao to nisam.
sam i zinata. Čujem da si našla nekog, nekog prokletog. A ja ne znam ni dan danas kako ću bez nas. Nismo iste krv, princezo moja, druga majka, drugi dom. Pa zašto posle tebe srce boli? Isto kao kad te izda neko tvoj. Nismo iste krv, princezo moja, zbog tebe odlazim u drugi grad. Nije važno da na istok ili na zapad, samo da te s drugim ne gledam. Samo da te s drugim ne gledam. I don't mean it.
But all I just know is from my brain. Back to work. Fuck this nonsense, I'm leaving this town tomorrow. I'm gonna start a 12-year boat trip to the North Pole. The cold will wipe those memories from my brain. And I will be finally able to think again. And will I find a treasure in the eyes? In the eyes. In the eyes. About you and me and all those terrible things we did. And while sailing towards a future that I don't know, I quietly sit here and enjoy watching the distance grow. And will I find a treasure in the eyes? In the eyes. In the eyes. In the eyes. Of a girl all dressed in black, waiting for me at the end of the world, waiting for me at the end of the world, waiting for me at the end of the I want you to be my girl, little darling, let's walk, let's talk.
take my hand. Let's go for a little walk under the moon above. Let's sit right down and talk under the moon above. Let's go for a little walk under the moon above. Let's sit down and talk under the moon above. Let's go for a little walk under the moon above. Let's sit right down and talk. It was only you and I, but now I feel like I am trapped inside. Best good luck now. Try to find someone new who's gonna love you better.